Wir dokumentieren alle unsere Entwürfe in Bauplänen, die Pascal K1N6 in seiner Datenbank speichert und auf die wir dann einfach zugreifen können. Ihr könnt die ganzen Baupläne hier abrufen. Die Baupläne, die sind ja in dem Pascal drin. Man braucht noch die nötigen Konstruktionsfähigkeiten. Ihr könnt hier sagen, welche Ressourcen ihr für einen bestimmten Gegenstand braucht. Bringt es zu Pascal K1N6 und er wird es für euch bauen. Ihr findet neue Baupläne in ganzem Megagon. Einfach zu Pascal bringen und dann können wir das machen. Ersatzteile sind das Rückgrat einer jeden Konstruktion. Sicher, um die benötigte Funktionalität zu erhalten, müsst ihr womöglich eine Energiezelle oder eine spezialisierte Komponente benutzen. Doch Ersatzteile halten alles zusammen und die findet man überall hier, alle 10 Meter. Energiezellen ist die wertvollste Ressource. Das sind große Batterien mit einer Universalschnittstelle, die jedem beliebigen mechanischen Gerät Energie bietet. Wenn ihr etwas Komplexes herstellen wollt, müsst ihr wahrscheinlich mindestens eine Energiezelle brauchen. Kann man zwar auch auf der Insel finden, sind aber selten. Wenn ihr eine habt, solltet ihr gut drüber nachdenken, wo ihr einsetzt. Wenn ihr über leere Energiezellen verfügt, könnt ihr sie an der Aufladestation laden und so nutzbare Energiezellen draus machen. Die Blitzladerzwillinge experimentieren oft an Energiezellen rum und suchen neue Versuchsobjekte. Und dann brauchen wir noch etwas über Schweißbrenner. Ach, den hat er für einen Preis bekommen. Mit seinem Pascal K1N6 hat er gewonnen. Gut, er hat einen Schweißbrenner, den andere wohl nicht haben. So, wir wollen jetzt erstmal eine Schrottgranate für ihn herstellen. Wir danken für euren Besuch. Das mache ich gleich. Erstmal hier drüben die anderen Quests annehmen. Hier gibt es auch Verbesserungen. Für mich. Ja, Kopf austauschen möchte ich auch nicht. Bauen, testen, einsetzen. Bitte Protokoll einhalten. So, wir brauchen Mikrozahnräder. Und da drüben gab es noch eine Quest. Ich möchte erst annehmen, bevor ich die wieder irgendwann vergesse. Habt ihr Ersatzteile dabei? Stahlverkleidung, Mehrbein, Kettengetriebe und eine Mechanobot-Zündung. Und immer schön Vollgas geben, Baby. Aber erstmal will ich jetzt hier am Pascal was bauen. Nämlich eine Schrottgranate. Lade Benutzerdaten. Ah, das ist wie ein Berufsbuch. Schrottgranaten könnten wir sogar aktuell mehrere machen. Wir brauchen aber erstmal eine, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und hier, das ist gesperrt. Weil, okay, wir müssen einen mächtigen Feind besiegen, der dann wahrscheinlich irgendwas Wichtiges hiervon droppen wird. Aber ja. Aktiviere Ruhemodus. Wie darf ich euch bestücken? Erstmal das hier abgeben. Achso, dadurch haben wir jetzt gleichzeitig, könnten wir weitere Granaten herstellen. Wir lernen es dann also quasi offiziell. Aber nicht jetzt. Gut. Aber Quest beenden. Rückgewinnen, reparieren und recyceln. So, wo gibt es denn die anderen Sachen? Schatztruhen wird es hier auch geben. Seltene Gegner müssen wir töten. Wir können uns ja mal in die Richtung... Obwohl, in Schatztruhen könnten natürlich jetzt hier auch eventuell die Sachen drin sein, die wir hier immer brauchen. Das heißt, wir werden jetzt auch mal rausfinden, wie die Gegnerdichte hier exakt ist. Ja, da drin bei der Schatztruhe ist, sind mehrere Gegner.
hinten irgendwo, ne? Zumindest würde ich das auf der Minimap so einschätzen. Noch einmal heilen, bevor er stirbt. Nein, da ist ein Pfeil nach unten dran. Das ist jetzt etwas überraschend. Weil ich jetzt nicht direkt sehe, wie man da hier noch drunter kommen könnte. Von der anderen Seite eventuell. Sieht jetzt gerade nicht so aus. Na gut, dann lassen wir die Schatztruhe jetzt erstmal Schatztruhe sein. Echt etwas unerwartet. Vielleicht hier. Ne, hier waren wir doch gerade drin. Aber da sollte auch noch ein Werwolf sein. Ja, war klar, dass du kommen würdest. Ja, wenn die ganzen Sachen auf der Karte wieder verschwinden. Na gut. So, wir wollten, hatte ich gesagt, mal schauen, ob wir eins von den drei auf einen seltenen Gegner hier finden. Das war der erste Plan. Sicherheit geht. Achso, das ist quasi. Ja, eine Weltquest ist das. Wir müssen quasi da geradeaus durch. Die Trocks, die greifen uns nicht an. Ja, auf der Minimap ist der Gegner wieder erschienen. Was sind denn hier. Die Trocks greifen uns nicht an, sondern nur manchmal. Also man muss nicht jeden Gegner hier besiegen. Kommen wir hier durch oder sind wir da zu groß? Wir passen durch. Achso, soll das hier rumliegen? Eine Mechanobot-Zündung oder muss ich dafür was bekämpfen? Aus neu wird alt, aus alt wird neu. Gut, da müssen wir anscheinend ein paar Sachen kaufen. Das heißt, wir drehen erstmal unseren Krempel an. Die Ersatzteile vielleicht nicht. Aber was hier quasi grau ist, das können wir verkaufen. Wir brauchen aber hier so eine Zündung. Könnten hier für Gold auch Ersatzteile kaufen. Und Bücher und ein Laserpointer für Mechanokratzen. Und einen Luftauffrischer. Wenn man es baut, werden sie es kaufen. Ja, da hatten wir uns doch gerade falsch bewegt. Oder hat sich das wieder bewegt? Ich möchte das Code jetzt mal rausfinden, wie das mit den seltenen Gegnern ist. Jetzt habe ich wieder sein, dass die zufällig hier irgendwie hinkommen. Hier sollte theoretisch ein seltener Gegner sein. Oder die Questanzeige ist nicht sehr hilfreich. Stehen nämlich quasi genau drauf. Aber hier ist nichts. Und ich sehe auch nicht alle 10 Meter Ersatzteile, wie es gesagt wurde. Dann brauchen wir jetzt eine Stahlverkleidung. Was ist das hier? Okay, wir könnten hier ein Arsenal reparieren.
verleiht Zugriff auf diverse Waffen sowie ein sowie Antigravitationsrucksäcke. Da brauchen wir aber eine Energiezelle. Ich will erstmal schauen, wo wir noch über alle Energiezellen einsetzen könnten, weil da wurde ja gesagt, wir sollen uns das gut überlegen. Will ich hier lang? Tendenziell ist das richtig. Ja. Da gäbe es vielleicht noch mal eine Schatztruhe. Mal schauen, ob wir die finden. Spannend. Aha. Zumindest das haben wir bekommen. Und hier drüben gibt es dann einen nächsten Gegenstand. Ich versuche mal rauszufinden, wo denn überall die Schrottteile rumliegen. Wahrscheinlich oben drauf. Ja, der hätte dann die Stahlverkleidung. Das Öl kommt auch noch hochgewabert. Da macht noch einer mit seiner super langen, langsamen Kugel. Ja, sollte vielleicht mal meine neuen Sachen einsetzen. Schade, zum Heilen hat es nicht mehr gereicht. Und dann brauchen wir jetzt noch das Mehrbein-Kettengetriebe. Ich habe das Gefühl, der sucht auch gerade all diese Sachen. Weil der ritt halt auch in die Richtung los, wo das dritte wäre. Ist aber erstmal hinter uns geblieben. Moment, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ah doch, wir brauchen 20 Mikrozahnräder. Dafür ist das sehr gut. Ja, eins, sehr gut. Da gibt das Kettengetriebe und weitere von den Eiern. Ja, bleibt mal schön hier, bitte. Und es gibt schon wieder eine Schatztruhe, die wir aufmachen könnten. So, danke schön. War nicht eben noch, hier sind die Eier. Weil wenn wir gerade hier schon in der Nähe sind, dann können wir das ja machen. Ah, jetzt verstehe ich. Da kommen Viecher raus und die haben dann die Zahnräder. Da stehe. Wahrscheinlich jeder Gegner eins. Ja, so ungefähr. Vorne gibt es ein Rare und eine Schatzruhe. Da werde ich also auf jeden Fall mal jetzt hingehen. Ja, mit den Energiezellen, ich habe echt noch keine Ahnung, was man alles herstellen kann.
Das ist der Rare. Komm mal hier hin, wo keine Freunde von dir sind, bitte. Der ist 121. Der beschwört Ads. Ich glaube, das könnte ein Problem werden, den alleine zu besiegen. Ja, Gott sei Dank. Obwohl der halt noch ein paar Gegner mitbringt. Das ist dann wieder nicht so toll. Aber zumindest, ja, natürlich, die Rare skalieren auch hoch mit mehreren Leuten. Allerdings ist das zumindest jemand, der Schaden macht. Im Gegensatz zu mir. Kann ich mich nicht an den Kleinen hochheilen? Kann ich nicht. Ja, das kann jetzt eventuell richtig knapp werden. Ich bleib mal hier liegen, bis er tot ist. Gibt es hier einen netten, der mich wiederbelebt? Nein, gibt es nicht. Muss ich jetzt schnell hin, solange die Leiche da noch liegt? Schnell rüberlaufen. Ja, der also bei 122er wär's. Wusste ich teilweise, das kann knapp werden. Er war nur 121. Aber er hat doch mehr Schaden gemacht, als ich gedacht hätte. So, verdammt. Ist jetzt schade. War ich eine Sekunde zu spät. Es hat noch geleuchtet, geglitzert. Und in dem Moment, wo ich es angeklickt habe. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier bewusst irgendwie Zeit verplempert hätte. Er hätte den Geist freilassen können, solange der noch nicht tot war. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Müssen wir halt aufpassen, dass der gleich hier, wenn er wiederkommt, dass wir ihn nicht außer den holen. Wir brauchen noch 5 Zahnräder. Noch 3, aber es gibt hier genügend Eier. Ja, jede Menge. Das sollte dann alles Nötige sein. Ja, wie ist das jetzt mit dem Rare? Ich habe die Leiche nicht anklicken können. Könnte ich den dann nochmal... So, mehr können wir nicht nehmen. Kann ich den nochmal besiegen und nochmal looten? Gute Frage. Ja, seltene... Ah, warte mal, seltene Gegner. Ist das jeder Rare? Das wurde noch gewertet, deswegen habe ich jetzt 1 von 3. Würde ich fast mal so sagen. Zumindest dafür. Ist aber auf jeden Fall noch ein Grund, die ganzen Rares sich dann auch anzusehen, wenn man einen findet. Ja, zumindest 2 Sachen können wir schon mal abgeben.
So, einmal hier drüben, der wollte unseren Kopf austauschen. Alle Werte im Normbereich. Dafür bekommen wir ein Rechengerät im Taschenformat. Was ist denn das? Gegenstandsstufe 400. Ist ein Schmuckstück. Wäre also besser als mein 330er. Hat aber aktuell wohl gar keine Werte, denn ich brauche Lochkarten. Rote, gelbe und blaue. Keine Ahnung. Erzählt mir etwas darüber. Kann an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. Ihr könnt eine Lochkarte in einen der Steckplätze stecken. Das verändert die Leistung. Ich habe den Entwurf König Megagons persönlichen Geräten nachempfunden. Ihr könnt sogar seine Lochkarten verwenden, wenn ihr sie in die Hände bekommt. Haltet mich auf dem neuesten Stand. Wie kann ich behilflich sein? Ah, und die erste gibt es umsonst. Eine Tasche mit Lochkarte müssen wir finden. Dafür gibt es eine universelle, effiziente Hauptplatine. Gibt Vielseitigkeit und Tempo. Und eine Subroutinenübertaktung. Rote Lochkarte wird gebunden und hat eine Chance, Tempo zu gewähren. Zeit für eine Ausrüstungskontrolle. Nee, meine Ausrüstung brauchst du nicht kontrollieren, du willst ja eh nur meinen Kopf. Bereit für die Piste? Und das Zeug hier haben wir auch. Und vielleicht braucht er morgen nochmal unsere Hilfe. Bleibt auf der Überholspur. Ah, hier wird es dann auch wohl nächste Woche, sobald so für euch in der Vergangenheit, für mich nächste Woche wird es da in den Dungeon reingehen. So, seltene Gegner, würde ich sagen, schauen wir unterwegs, ob wir sie finden. Gehen wir jetzt darüber auf die Seite und schauen mal, ob wir die Tasche mit den Lochkarten finden. Damit wir irgendwann das Schmuckstück, das wir bekommen haben, was aktuell noch sinnlos ist, damit wir das vielleicht irgendwann mit genug Karten gefüttert haben. Hier gibt es noch eine Quest. Gut versteckt. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ah, eine leere Energiezelle. Das ist schon mal gut. Die können wir dann irgendwo an diesen Spiraldingern experimentieren, dann implementieren. Ich sehe ein Rare. Ich sehe eine Schatztruhe. Und hier gäbe es Öl. Und da liegt noch irgendwas auf dem Boden. Und da ist noch irgendwas wieder zum Aufbauen, was wir auch noch nicht kennen. Achso, das ist auch noch Öl. Ich hatte gedacht, wir hätten vielleicht endlich mal ein Ersatzteil gefunden. So, was machen wir jetzt zuerst? Die Schatztruhe ist anscheinend da oben auf dem Berg. Wo wurde mir denn eben der Rare angezeigt? Kamen wir nicht von... Kam doch, glaube ich, von hier. Ja, von hier kamen wir. Da ist der versteckte Typ. Ja, vielleicht ist der Rare gerade tot. Ist natürlich auch im Bereich des Möglichen. Aber wenn wir hier sind, dann machen wir es erstmal mit dem Öl. Vielleicht taucht er dann gleich wieder auf. Mit dem Öl müssen wir schauen. Also teilweise sind es Gegner. Teilweise liegt das auch hier rum. Was das Ganze etwas einfacher macht. Ja gut, den habe ich nicht mehr erwischt, aber soll mir auch recht sein. Dann dürfte das hier drüben noch genug sein, ne? Jawohl. So, du kannst hier in deinem Versteck bleiben. Interaktion initiiert. Und bis zum nächsten eine Mal. Leere Zelle. So, dann würde ich sagen, da vorne jetzt erstmal hoch. Der Bär behalten wir da im Kopf, dass es da eine Höhle gibt.
Und hier in der Höhle gibt es die Tasche mit Lochkarten und die Schatztruhe. So, das war angenehm für mich. Ah, hier ist also sind in Schatztruhen auch Energiezellen drin. Habe ich doch richtig gesehen, ne? Ja, leere Energiezelle. Oder? Moment. Ja, leere und noch eine. Das war also nicht durch das andere. Ja, den Rare haben wir jetzt nicht mehr gefunden. Das ist jetzt ein bisschen schade. Aber dann geben wir jetzt erstmal die Quests ab. Weil ich ganz bewusst mal, eben waren wir auf der linken Seite durchgekommen, jetzt hier. Schaue halt, ob irgendwo Rares rumlaufen. Das war hier, wo ich vorhin geschaut hatte, ob ich da irgendwie durchpasse, ne? Nee, war es nicht. Ja. Schöner Umweg gelaufen, glaube ich. Observieren und berichten. Verstanden. So, hier haben wir jetzt Lochkarten bekommen. Ich vermute mal, ich werde mir das jetzt mal anschauen. Also wenn ich das anlege, dann könnte ich hier, es gibt, das ist eine rote Lochkarte. Ja, ist nicht mehr handelbar, ist okay. Das wird wahrscheinlich, okay, das passt überall rein. Wahrscheinlich macht es dann jetzt mehr Sinn. Ich tausche erstmal aus. Jetzt vergleiche ich das mal. Wenn ich das ersetze, bekomme ich plus Stärke. Ich, ach so, nee, wenn ich das durch der. Ich will das erstmal wieder anlegen. Nein, er tauscht das immer. Ach so, Moment. Damit ich das jetzt richtig vergleichen kann. Aktuell verliere ich Stärke. Das heißt, ich lasse erstmal die alten Sachen noch drin. Und die Universelle setze ich halt erst ein, wenn ich weiß, ob ich eine gelbe oder blaue zuerst gefunden habe. Deswegen bleibt das vorerst hier drin. Jetzt will ich gerne mal schauen. Wir hatten auch irgendwo eine leere Energiezelle. Und kann einer Aufladestation aufgeladen werden? Müssen wir gleich mal schauen, ob wir wieder so ein Britzelding irgendwo sehen, ob das so funktioniert. Erstmal gibt es aber neue Quests. Interaktion initiiert. Konstruktionskollaboration. Erzähl mir doch mal etwas darüber. Hey, das ist jede Menge Text. Erstmal einen Schluck trinken. Konstruktionsprojekte sind Möglichkeiten, in Mechagon etwas gemeinsam zu bauen. Wenn ihr ein kaputtes Gerät findet, könnt ihr euch mit anderen zusammentun und durch gemeinsame Hilfe und das Beisteuern von Ressourcen reparieren. Viele Konstruktionsprojekte können von einer Person alleine fertiggestellt werden. Für die größeren Projekte, auf die ihr stoßt, solltet ihr euch jedoch Hilfe holen. Gebt jeden Tag andere Projekte und ihre Standorte ändern sich im Laufe des Tages. Wenn ihr etwas baut, wird es nicht ewig erhalten bleiben. Allerdings könnt ihr die Lebensspanne eures Projekts mit den richtigen Werkzeugen erheblich verlängern. Ihr wisst nicht nach, wonach ihr sucht. Kommt einfach zu mir, sobald ihr im Rostbolzen seid. Ich sage euch dann, welche verfügbar sind. Was gibt es denn heute?